Ja, Florian Jungwirth, Bayer in Bochum. Der erste Monat ist fast rum. Wie heimisch ist man da geworden mittlerweile? Ja, schon ein bisschen. Also die Jungs und der ganze Verein haben mich schon sehr gut in der Mannschaft aufgenommen. Ich kenne mich jetzt schon ein bisschen aus hier. Leider kann ich mit meiner Freundin erst eine Ferienwohnung beziehen, weil meine Wohnung erst zum 1. September beziehbar ist. Aber trotzdem, es wird langsam peu à peu heimisch. Deine Ankunft hier war ja eine Nacht- und Nebelaktion, kann man sagen. Ne? Ziemlich kurios. Was war da los? Erläuter nochmal. Ja, es ging alles sehr schnell. Ich habe gegen 20 Uhr die Nachricht bekommen, dass eben der VfL mich gern verpflichten würde. Um 10:30 hatte ich mit dem Christian Hochstetter einen Termin für den nächsten Tag um, glaube ich, 10 Uhr ausgemacht. Und dann bin ich mit meinem Berater um 12:30 nachts von München nach Bochum gefahren. Waren um 6 Uhr hier, haben noch kurz geschlafen und ich glaube gegen 14 Uhr war dann schon alles geklärt, worüber ich sehr froh bin. Wie würdest du jetzt die letzten 4 Wochen zusammenfassen, wenn du dir die Mannschaft anschaust, die Entwicklung, die Arbeit gerade jetzt hier in der Vorbereitung? Ja, die Entwicklung ist sehr gut. Also wenn man sieht einfach, wie wir uns bisher von Spiel zu Spiel gesteigert haben, die Laufwege und die allgemeinen Automatismen, die passen langsam und man merkt, es wird von Tag zu Tag auf dem Platz besser, aber auch neben Platz. Wir wachsen langsam zu einer Einheit zusammen und wir sind alle heiß auf Sonntag. Wo hakt es denn noch? Es gibt immer Kleinigkeiten, also es sind jetzt keine speziellen Dinge. Man kann in allen Bereichen noch zulegen, aber das ist ganz normal. Das kommt dann im Lauf der Saison. Umso leichter geht es natürlich, wenn man den Start positiv gestaltet. Apropos Start, lass uns noch ganz kurz über Union Berlin sprechen. Für viele sowas wie ein Geheimfavorit, für einige vielleicht ein gar nicht mal so geheimer Mitfavorit. Wie schätzt du den Gegner ein vom Wochenende, worauf jetzt ankommt? Ja, Union ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben in den letzten 2 Jahren oft unter Beweis gestellt, vor allem zu Hause. Das Stadion von ihnen ist fertig jetzt. Die Fans sind sehr speziell im positiven Sinn. Aber es macht auch als Auswärtsteam immer sehr viel Spaß, dort zu spielen. Und ich glaube, wenn man kompakt steht und immer wieder kleine Nadelstiche setzt, dann können wir auf jeden Fall auch was mitnehmen. Und das ist auch unser Anspruch.